Hallo und herzlich willkommen auf lilleräder.de. In diesem Video seht ihr einige Beispiele zur Produktregel, wie man sie anwenden kann. Die Produktregel, die schreibt sich ja folgendermaßen: f' von x einer Funktion f von x, die gerade als u von x mal v von x aufteilbar ist, ist gerade u' von x mal v von x plus u von x v' von x. Kann sich einfach merken. Immer eins abgeleitet, eins nicht abgeleitet, plus das andere nicht abgeleitet, das andere abgeleitet. Wie rum ist das schließlich egal. Okay, das heißt, wir können anfangen. Unsere erste Funktion ist x² mal Cosinus x. Das heißt, wir können schon mal aufteilen. U von x, erster Teil der Funktion ist x². Der zweite Teil der Funktion v von x ist Cosinus x. Und jetzt leiten wir beide ab. Das ist u' von x. X² abgeleitet ist 2x und v' von x, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. Ja, Sinus abgeleitet ist Cosinus, umgekehrt minus Sinus. Minus Sinus von x. Ich würde euch immer empfehlen, diese vier Ausdrücke immer hinzuschreiben, also u, v, u' und v', dass man am Ende einfach nur noch abschreiben muss, wenn wir jetzt die Formel anwenden. F' von x, also wir haben sie da hinten stehen, u' mal v, u' ist 2x. Mal v ist Cosinus x, also 2x mal Cosinus x, plus u mal v', plus u ist x², v' ist minus Sinus x. Nun, das kann man ein bisschen verschönern, hier das Minus nach vorne, oder auch das x könnten wir ausklammern, 2x und x², klammern wir das x aus, dann bleibt hier übrig 2 mal Cosinus x, plus das x², bleibt übrig hier x, und aus dem Minus Sinus können wir hier das Minus nach vorne machen, minus x Sinus x. Das wäre die erste Funktion abgeleitet. Schauen wir uns die zweite Funktion an, g von x ist gerade Sinus von x ins Quadrat. Nun, das können wir ja umschreiben als Sinus von x mal Sinus von x. Und jetzt haben wir ein Produkt, das heißt, hier kann man die Produktregel einsetzen. U von x ist dann Sinus x und v von x auch Sinus x. Das abgeleitet, u', dementsprechend Cosinus x und v' auch Cosinus x. Und jetzt können wir die Regel anwenden. g' von x, also die Ableitung der oberen Funktion, ist gerade u' mal v, u' Cosinus mal Sinus, also Cosinus x Sinus x plus u mal v', das heißt Sinus x Cosinus x. Na, steht zweimal das gleiche, das heißt, es ist gerade einfach zweimal Sinus x mal Cosinus x. Das ist also die Ableitung der Funktion Sinus x². Okay, nächstes h von x ist e hoch x mal Wurzel x. Ihr wisst ja, e hoch x abgeleitet ist auch wieder e hoch x. Das heißt, wenn wir u von x als e hoch x definieren, ist u' von x auch wieder e hoch x. Und dann haben wir die Wurzel x, das heißt v von x ist Wurzel x. Nun, Wurzel x ist ja nichts anderes wie x hoch 1/2. Und x hoch 1/2 abgeleitet ist 1/2 nach vorne. Oben steht x hoch minus 1/2. Das ist gerade v' von x, 1 durch 2 Wurzel x. Also gerade 1/2, x hoch minus 1/2. Okay, jetzt können wir die Funktion ableiten. h' von x ist dann gerade u' mal v, e hoch x mal Wurzel x, plus u mal v', plus e hoch x mal 1 durch 2 Wurzel x. Das können wir vereinfachen. Das e hoch x kann man ausklammern. E hoch x, übrig bleibt Wurzel x hier, plus 1 durch 2 Wurzel x. Das wäre die Ableitung dieser Funktion. Schaut nochmal auf der Homepage www.lilleräder.de vorbei. Da werdet ihr weitere Aufgaben und auch andere Regeln zur Ableitung finden. Danke.